Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Serie von Briefbombenanschlägen auf Repräsentanten der EU setzt sich fort. Zwei Mitglieder des Europaparlaments erhielten anonyme Sendungen, die beim Öffnen in Flammen aufgingen. Einer der Briefe ging im Brüsseler Büro des deutschen CDU-Abgeordneten Pöttering ein, der den Konservativen im EU-Parlament vorsteht. Mindestens eine weitere Sendung wurde abgefangen. Ebenso wie die früheren Briefbomben kamen sie offenbar aus Bologna und waren schon vor Weihnachten abgeschickt worden. Das ist alles, was von der Briefbombe im Büro des deutschen EU-Abgeordneten der CDU Pöttering übrig geblieben ist. Mit diesem Brieföffner hatte seine Mitarbeiterin kurz nach 10 Uhr das Päckchen geöffnet. Heraus schoss eine Stichflamme 50 cm hoch. Niemand wurde verletzt. Der Fraktionsvorsitzende der europäischen Konservativen weilte zum Zeitpunkt des Attentats in Deutschland. Ich möchte für mich persönlich und für unsere Fraktion sagen, dass wir diesen Vorgang sehr ernst nehmen, weil wir nicht wissen, ob es terroristische Zusammenhänge gibt, ob es wie auch immer geartete Warnungen sein sollen mit diesen Briefen oder ob es nur in Anführungsstrichen ein übler Scherz ist. Auch in Manchester im Heimatbüro des EU-Labour-Abgeordneten Titley detonierte heute eine Briefbombe. Wieder war das Paket in Bologna aufgegeben worden, wieder verlief das Attentat glimpflich. Ein weiterer mit Sprengstoff präparierter Brief konnte heute im Brüsseler EU-Parlament rechtzeitig sichergestellt und entschärft werden. Empfänger der spanische Abgeordnete Salafranca. Mindestens zwei weitere verdächtige Paketsendungen werden zurzeit von belgischen Sprengstoffexperten untersucht. Wie die Paketbomben trotz Eingangskontrolle in die Fächer der Abgeordneten geraten konnten, zu wenig Personal, zu viel Weihnachtspost, heißt es. Wir sind sehr besorgt. Wir müssen nun schnell klären, wie die Briefbomben durch unser Sicherheitsnetz durchrutschen konnten. Die unheimliche Serie hatte am 27. Dezember in Bologna mit einem Attentat im Hause des Kommissionspräsidenten Prodi begonnen. Italienische Ermittler sagen, die Bomben sollten Angst und Schrecken verbreiten, töten sollten sie nicht. Allgemein vermutet wird ein terroristischer Hintergrund. Die SPD-Spitze berät in Weimar über die Schwerpunktthemen der Partei in diesem Jahr. Auf der zweitägigen Klausurtagung stehen Bildung, Forschung und Innovation im Mittelpunkt. Bereits am Wochenende hatte das Plädoyer führender Sozialdemokraten für Elite-Universitäten eine Diskussion angestoßen. Als zweites vorrangiges Thema zeichnet sich die Steuerpolitik ab. Dabei geht es der SPD um Vereinfachung. Raum für weitere Entlastungen sieht sie nicht. Geehrter Bundeskanzler kam nicht. Er hatte Wichtigeres zu tun, nämlich zusammen mit dem SPD-Präsidium die Weichen für das Jahr 2004 zu stellen. Im Mittelpunkt auf der Klausurtagung die Weimarer Richtlinien Innovation, deren Entwurf dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Danach sollen Elite-Universitäten aufgebaut werden, unter anderem durch eine leistungsgerechte Besoldung im Hochschulbereich. Der Anteil der Studienanfänger soll von 35% auf 40% eines Jahrganges erhöht werden. Wir müssen Innovationen in Deutschland zustande bringen, wenn wir erreichen wollen, dass dieses Land eines ist, das nach vorne kommt, dass die Wirtschaft wächst, dass wir die soziale Sicherheit und auch die soziale Gerechtigkeit in unserem Lande erhalten und ausbauen können. Die Innovationsrichtlinien sprechen nur von einer Steuervereinfachung, nicht von einer weiteren Entlastung. Damit scheint eine Einigung mit dem Steuerkonzept von CDU und CSU in weite Ferne zu rücken, die Steuerentlastung von 24 bzw. 15 Milliarden Euro anstreben. 90 Milliarden Schulden im vergangenen Jahr bei Bund, Ländern, Gemeinden und in den Sozialsystemen heißt, mehr als das, was wir an Steuerentlastung einschließlich 2005 tun mit der dritten Stufe der Steuerreform, ist nicht finanzierbar. Bei den Sozialdemokraten ist die Neigung zu weiteren Steuerentlastungen auch deshalb gering, weil sie zum Beispiel in Bildung und Wissenschaft mehr investieren wollen. Der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben soll auf 3% des Bruttoinlandsprodukts steigen. Die Weimarer Innovationsrichtlinien versuchen eine Wende in der Wissenschafts- und Technologiepolitik. Das Problem ist nur, dass sie ohne Wirtschaft und Bundesländer nicht vollzogen werden kann. Denn die Bundesländer sind in erster Linie für Forschungs- und Bildungspolitik zuständig.
Auch bei den Bündnisgrünen stoßen die Steuerkonzepte von CDU und CSU mit den angepeilten weiteren Steuersenkungen in Milliardenhöhe auf Widerspruch. Parteichef Bütikofer sprach von Wolkenschiebereien. Die Grünen seien bereit, an einer fairen und finanzierbaren Steuervereinfachung mitzuwirken. Voraussetzung für Gespräche mit der Union sei, dass sich CDU und CSU auf eine einheitliche Linie zur Steuervereinfachung und vor allem zum Abbau von Steuervergünstigungen verständigten. Die Bundesanstalt für Arbeit ist 2003 doch mit einem geringeren Bundeszuschuss ausgekommen als zunächst angenommen. Die Behörde, die seit dem Jahreswechsel Bundesagentur für Arbeit heißt, benötigte nach Angaben ihres Chefs Gerster 6,2 Milliarden Euro an Bundesmitteln, bis zu 1,3 Milliarden weniger als veranschlagt. Gerster und die Bundesregierung sehen darin erste Reformerfolge. Ursprünglich hatte Finanzminister Eichel für das vergangene Jahr gar keinen Zuschuss eingeplant. Die beiden Atommächte Indien und Pakistan bemühen sich weiter um eine Annäherung. Erstmals seit 2 Jahren sind Regierungschef Vajpayee und Präsident Musharraf zu einem persönlichen Gespräch zusammengekommen. Einzelheiten des Treffens in Islamabad wurden nicht bekannt. Es seien aber, wie es hieß, alle strittigen Fragen angesprochen worden. Es war der Handschlag, den viele Menschen in Indien und Pakistan erwartet haben. Ein Zeichen beider Länder, nach vielen Rückschlägen erneut zu versuchen, nunmehr ein friedliches Kapitel in der indisch-pakistanischen Geschichte aufzuschlagen. Ein Zeichen mehr nicht, denn nach 2 Kriegen, nuklearer Aufrüstung und mehreren gescheiterten Friedensgesprächen ist man vorsichtig geworden in Islamabad und Neu-Delhi. Das Pflänzchen der Verständigung ist so zart, dass Indiens Außenminister Sinha nur das Treffen selbst bestätigen will, kein Ton vom Inhalt der Gespräche. Aufschlussreicher ist da der pakistanische Außenstaatssekretär, der in diplomatischer Verblümtheit nur Pakistans Hoffnung ausdrückt, dass das Streitthema Kaschmir verhandelbar bleibt. Ein gezielter Dialog würde eine Diskussion über alle Fragen und Themen beinhalten und das schließt natürlich Kaschmir ein. Aber lassen Sie mich wiederholen, dass ich nicht missverstanden werde. Das bleibt Pakistans Hoffnung. Die Kaschmir-Frage ist nach wie vor das Hauptproblem in den Verhandlungen zwischen Islamabad und Neu-Delhi. Doch Pakistan droht der Konflikt um die geteilte Nordregion inzwischen zu lähmen. Denn das Land hat große politische Schwierigkeiten, es ist isoliert. Es hat wirtschaftliche Probleme, die es nur zusammen mit dem ungeliebten Nachbarn Indien lösen kann. Die NATO will sich in diesem Jahr vor allem auf ihren Einsatz in Afghanistan konzentrieren. Die Lage dort sei alles andere als einfach, sagte der neue NATO-Generalsekretär De Hoop Scheffer heute bei seinem Amtsantritt in Brüssel. Einen Einsatz im Irak schloss der Niederländer nicht aus. Zu einem bestimmten Zeitpunkt werde das Thema auf der Tagesordnung stehen. De Hoop Scheffer löst den Briten Robertson ab. In den USA gelten seit heute verschärfte Kontrollen für Reisende aus Staaten, für die Visumpflicht besteht. EU-Bürger sind davon nicht betroffen, sofern sie nicht länger als 90 Tage in den USA bleiben. Auf Flughäfen werden bei der Einreise elektronisch Fingerabdrücke genommen und es wird ein Digitalfoto gespeichert. Der Vorgang wird bei der Ausreise wiederholt. Durch den Abgleich der Daten fällt es auf, wenn jemand sein Visum überzieht und nicht wieder ausreist. Die Kontrollen sollen Terroristen aufspüren helfen. In China ist erstmals seit 5 Monaten wieder die gefährliche Lungenkrankheit SARS festgestellt worden. Ein Verdachtsfall in Kanton hat sich nach Mitteilung des Gesundheitsministeriums in Peking und der Weltgesundheitsorganisation bestätigt. In der Region im Süden des Landes hatte auch die erste große SARS-Epidemie vor einem Jahr ihren Ausgang genommen. Ihr fielen weltweit fast 800 Menschen zum Opfer. Die Behörden vermuten als Überträger eine Schleichkatzenart. Schon wieder dringend tatverdächtig. Die Schleichkatze. Ist sie die Infektionsquelle für den neuen SARS-Fall? Die jüngsten Gentests deuten darauf hin, dass die südchinesische Delikatesse den Erreger möglicherweise übertragen hat. Chinas Gesundheitsbehörden ordneten heute an, alle Wildtiermärkte zu schließen und freilebende Katzen zu töten. Der SARS-Patient, hier kurz nach Weihnachten im Krankenhaus Kanton, ist inzwischen fieberfrei und in stabilem Zustand. 2 Wochen lang wurde das Virus getestet, in Kanton, in Peking und zuletzt auch in Hongkong.
Jetzt sind alle Zweifel beseitigt. Der Mann hat SARS, verkündete die Weltgesundheitsorganisation heute in Peking. Das heißt aber nicht, dass in China Seuchengefahr besteht. Der SARS-Patient ist rechtzeitig isoliert worden. Die chinesische Regierung und die Gesundheitsbehörden haben diesmal sehr gut gearbeitet. Und alle 81 Kontaktpersonen des Patienten sind bisher SARS-frei geblieben. Den Krankheitsverlauf des Patienten stufte die WHO als milde ein. Sorgen macht den Wissenschaftlern, dass das Virus nicht völlig identisch ist mit dem bisher bekannten Erreger. Noch ist unklar, ob es sich dabei um eine neue SARS-Variante handelt. In China herrscht dennoch Angst vor einer erneuten Ausbreitung des Lungenerregers. Denn in wenigen Wochen zum chinesischen Neujahrsfest werden einige 100 Millionen Menschen auf Reisen sein. Und mit ihnen möglicherweise auch das heimtückische Virus. Im Bilanzskandal um den Lebensmittelkonzern Parmalat hat die italienische Justiz ihre Ermittlungen auf Banken ausgeweitet. Nach Medienberichten prüft die Staatsanwaltschaft unter anderem, warum die Deutsche Bank ihre Beteiligung an einer Tochterfirma von Parmalat noch im November verdoppelt habe, obwohl der Konzern schon kurz vor der Pleite stand. Mehrere italienische Banken stehen im Verdacht, Anlegern wider besseres Wissen empfohlen zu haben, Parmalat-Anteile zu kaufen. 2 Tage nach dem Absturz der ägyptischen Chartermaschine über dem Roten Meer sind zur Suche nach Wrackteilen Spezialisten der französischen Marine in Sharm el-Sheikh eingetroffen. Aufschluss über die Unfallursache soll die Bergung des Flugschreibers bringen, von dem noch jede Spur fehlt. Die Ermittlungen konzentrieren sich weiter auf technische Mängel. Bei dem Absturz der Flash Airlines-Maschine, in der größtenteils Franzosen saßen, waren am Samstag alle 148 Menschen an Bord ums Leben gekommen. In München ist eine Passagiermaschine der Austrian Airlines kurz vor dem Flughafen auf einem Feld notgelandet. Das Flugzeug rutschte dabei etwa 500 Meter über den Acker. 8 der 32 Menschen an Bord erlitten leichte Verletzungen. Die Insassen wurden zum Flughafen nach München gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte der Pilot beim Landeanflug Probleme mit den Triebwerken gemeldet. Die neue amerikanische Marssonde Spirit funktioniert bisher einwandfrei. Einen Tag nach der erfolgreichen Landung auf dem roten Planeten machte der Roboter die ersten Farbfotos. Wegen der großen Datenmenge werden sie erst in der Nacht vollständig übertragen sein. Der Beginn der NASA-Pressekonferenz war vielversprechend. Fast ein halbes Dutzend Mitarbeiter sind nötig, um das Panoramafoto hereinzutragen, das von der Marssonde aus geschossen wurde. Die ersten eingeblendeten Fotos sagen dem Laien allerdings wenig. Es sind Aufnahmen der Sonne. Das Besondere dabei sind nicht diese Punkte, sondern dass der Rover die Fotos selbstständig gemacht hat. Niemand im Kontrollzentrum drückte auf den Auslöser. Richtig spannend wird es in den nächsten Tagen. Dann soll sich das Mobil, so wie in dieser Animation, bewegen und Gesteinsproben nehmen. Und das entscheidende Gerät dafür haben deutsche Wissenschaftler gebaut. Der deutsche Beitrag ist sehr wichtig und ich will das kurz erläutern. Von den 6 Instrumenten an Bord hat 2 unser internationaler Partner, Deutschland, beigesteuert. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum finanzierte das. Ein Gerät wurde vom Max-Planck-Institut entwickelt, ein anderes von der Universität Mainz. Um die Sonde einzusetzen, muss das Mobil aber erstmal eine Rampe hinabrollen. Eine Sorge der NASA, ob unter den Airbags, die das Foto zeigt, Steine liegen könnten. Die Schwedin Anja Persson hat den Weltcup-Slalom im französischen Megève für sich entschieden. Sie gewann knapp vor Marlies Schild aus Österreich. Auch 2 deutsche Läuferinnen landeten bei dem Wettbewerb ganz weit vorn. Hervorragendes Resultat für den DSV, Martina Ertl und Monika Bergmann-Schmuderer gemeinsam auf Platz 3 und damit strahlend bei der Siegerehrung. Martina Ertl gelang ein hervorragender 2. Lauf, als 7. des ersten Durchgangs fuhr sie intelligent und dosiert auf Platz 3. Prima Leistung auch erneut von Monika Bergmann-Schmuderer. Bereits beim letzten Slalom in Lienz gelang ihr das Kunststück aufs Podest zu fahren, jetzt in Megève erneut Platz 3. Marlies Schild aus Österreich wurde 2. Nach dem ersten Durchgang noch in Führung gelegen, verspielte sie hier alle Chancen. Eine Eisplatte und ein kleiner Rutscher, das war's. Überragend erneut die Weltcup-Führende Anja Persson, bereits ihr 4. Sieg in dieser Saison. Wegen heftigen Schneefalls musste die Qualifikation für das Abschlussspringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen abgesagt werden. Sie soll nach den Plänen des Internationalen Skiverbandes morgen Mittag vor dem Finalwettbewerb nachgeholt werden. Dafür wird es kein K.O.-Springen geben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. Januar.
Vom Atlantik her drängen Tiefausläufer mit milder und wolkenreicher Meeresluft nach Mitteleuropa. Im Osten und Süden Deutschlands aber bleibt morgen noch kalte Luft wetterbestimmend. In der Nacht ziehen Wolken aus Westen zu uns. Zuerst fällt Schnee, später Regen. Auf den Straßen kann es glatt werden. Morgen zieht das Schnee- und Regengebiet weiter Richtung Osten. Dabei muss auch am Tag mit Glätte gerechnet werden. Meist trocken bleibt es nur im südlichen Baden-Württemberg und Bayern. Der Wind aus südlichen Richtungen kann zeitweise vor allem an der Küste und auf den Bergen böig aufleben. Deutliche Unterschiede bei den Temperaturen. In der Nacht im Rheinland plus 2 Grad, in der Lausitz bis minus 12 Grad. Am Tag hält sich die kalte Luft im Osten, dort stellenweise minus 4 Grad, im Westen 0 bis 7 Grad. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen weiter. Am Mittwoch fällt im Osten und in Bayern noch etwas Schnee, in der Mitte Regen. Im Westen ist es wolkig, aber trocken. Etwas freundlicher wird der Donnerstag, bevor uns am Freitag ein neues Regengebiet überquert.